Hello! Heute wird es ein bisschen wackeliger, weil ich heute nur mein Handy dabei habe, weil ich heute meine Kamera mal im Hotel gelassen habe, weil wir jetzt eine Wanderung machen. Ich habe nur gerade gedacht, komm, hier hinter mir ist so schöner Bambus. Fange ich doch hier das Video an. Es wird auf jeden Fall cool. Wir sind jetzt in Magome angekommen. Wir sind von Nagoya jetzt 2 Stunden mit dem Bus nach Magome gefahren. Sind noch an der Autobahn und laufen jetzt quasi einmal nach Magome. Und von da aus eine kleine Wanderung von 8 Kilometern über die alte Poststraße. Das wird richtig cool. Wir laufen den Nakasendo-Weg. Das sind 8 Kilometer. Man sagt, gemütlich braucht man so 1,5 bis 2 Stunden. Bei mir werden es wahrscheinlich eher 2,5 werden. Es geht jetzt los. Ich freue mich. Wir sehen uns. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Eindrücke hier so, wie sie mir hoffentlich gefallen werden. Aber das Wetter ist geil. Geradeaus, Magome raus. Das kommt hier hinter mir ein Schild. Hier geht es über den Nakasendo nach Tsumago. Wir müssen jetzt quasi eine Treppe runter, dann geht es in den Wald rein. Und hinter dem Wald ist quasi Tsumago. Und ich bin schon übelst fertig, weil Magome war eindeutig nur bergauf. Und zwar wirklich steil bergauf. Und jetzt geht es wenigstens mal ein paar Schritte runter. Aber dann geht es gleich wieder hoch. Und irgendwann geht es dann hoffentlich nur noch runter. Super! Bären gibt es ja auch noch. Läuft bei uns. So. Ich habe gerade tatsächlich 400 Meter geschafft. Yay! Wir waren jetzt gerade in der Gifu-Präfektur und jetzt kommen wir in die Nagano-Präfektur. Soweit ich weiß und so sehr ich es hoffe auch, gerade am höchsten Punkt. Und jetzt geht es nämlich nur noch runter. Erstmal. Es kann natürlich sein, dass es gleich einfach noch mal kurz hochgeht. Aber ich glaube, das Gröbste ist geschafft. Wir haben einfach schon fast 10.000 Schritte. Ich würde sagen, das läuft bei uns. Es sind noch 5 Kilometer, die wir laufen müssen. Also ein bisschen haben wir noch vor uns. Wir haben auch eine deutsche Wandergruppe getroffen an dem Teehaus und ich gehe jetzt mal davon aus, das war so der Touriführer, Wanderführer, wie man auch immer das nennen mag. Der hat uns nämlich darauf angesprochen und gemeint, dass es ab sofort nur noch bergab geht. Und bis jetzt hat er recht, bis jetzt geht es wirklich nur noch bergab. Er sagte aber auch, es ist noch eine gute Stunde, die wir jetzt noch laufen. Und wir sind jetzt auch bei 3,9 Kilometer, also jetzt haben wir es irgendwie schon wieder einen Kilometer durch den Wald geschafft.